So, heute noch das zweite Video zum Streifenhörnchen. Ich dachte mir zuerst, okay, nördlich von Rhodes, da ist das Waldgebiet, da gibt es genug Hörnchen, da wird auch ein Streifenhörnchen dabei sein. Oder bei der Emerald Ranch, diese kleine Hütte in der Wald, da gibt es bestimmt Streifenhörnchen. Nix war, kein Streifenhörnchen dort gefunden. Ich hatte alles, ich hatte Grauhörnchen, Rothörnchen, Schokohörnchen, gemeines Hörnchen, aber kein Streifenhörnchen. Leute, deswegen habe ich hier bei der Wapiti Reservation, dort ist Schnellreise, habe ich was rausgesucht. Dort sind eigentlich nur Streifenhörnchen unterwegs, mal ein Eselhase oder so, aber ansonsten findet ihr da zu 90% Streifenhörnchen und nichts anderes. Das ist die beste Location, die ich empfehlen kann. Ihr müsst nur immer der Spur folgen und dann funkt das schon. Die sind ein bisschen scheu und möchten gar nicht erschossen werden. Ich weiß gar nicht warum. Sie sind doch im Dienste von Rockstar unterwegs und deswegen könnten sie mal ein bisschen stehen bleiben. Aber ist egal. Am Ende habe ich euch noch die Karte zusammengestellt. Und wenn ihr schon mal hier oben seid, Wapiti Reservation, geht hier angeln. Es ist eine super Angel-Location. Wirklich, sie hat auch noch kurz die Angel ausgeworfen. Das würde aber den Rahmen heute sprengen. Also, etwas nördlich von den Punkten, da oben könnt ihr angeln gehen. Es ist echt geil dort, da kommt alles. Also, viel Spaß noch heute. Ciao.